Du benutzt die kostenlose Software Portfolio Performance, um dein Aktien-, ETF- oder Kryptoportfolio zu tracken und zu analysieren? Das Tool bietet unter anderem auch Funktionen zur Überwachung von Risiken und zur Erstellung von Berichten für die Vermögensverwaltung. In diesem Video zeige ich dir, wie du Transaktionen des deutschen Anbieters Bison, der Bison-App, in Portfolio Performance sehr einfach importieren kannst. Übrigens, auf meinem YouTube-Kanal findest du weitere Videotutorials. Abonniere jetzt kostenlos. Los geht's! Ich befinde mich hier in einem Demokonto von Portfolio Performance mit Testdaten. Um die Transaktionen der Bison-App zu importieren, lege ich als erstes ein Konto und ein Depot in Portfolio Performance an. Um ein Konto anzulegen, gehe ich hier auf Stammdatenkonto, klicke dann hier oben rechts auf das Pluszeichen, Neues Konto. Dieses benenne ich dann mit Bison. Dann gehe ich wieder zu den Stammdaten Depots, auch hier wieder oben rechts auf das Pluszeichen, Neues Depot. Dieses benenne ich mit Bison App und als Referenzkonto wähle ich aus das zuvor angelegte Bison-Konto. Das war schon einmal die Grundvoraussetzung der Konfiguration in Portfolio Performance. Nun exportiere ich die Daten von Bison. In Bison gehe ich dazu zu den Kontoeinstellungen und wähle hier aus Reports. Und hier lade ich mir den Info-Report herunter. Wichtig, den Info-Report, nicht die Transaktionshistorie und auch keinen Kontoauszug. Beim Info-Import kann ich mir das gewünschte Steuerjahr auswählen. Ich exportiere nun hier die Daten für das Jahr 2023 und klicke auf den Button Senden. Den Info-Report bekommst du dann per E-Mail zugesendet. Um die Daten nun in Portfolio Performance zu importieren, klicke ich oben links auf Datei, Importieren, PDF-Bankdokumente und lade den Info-Report von meinem Rechner zu Portfolio Performance hoch. Im nächsten Schritt siehst du ein Vorschaufenster. Wähle hier als Konto das zuvor angelegte Bison-Konto aus und als Depot das zuvor angelegte Bison-App-Depot. In dem Vorschaufenster siehst du alle Käufe und Verkäufe. In meinem Fall handelt es sich hier um Bitcoin und Ethereum-Sparpläne. Du siehst deine Einzahlungen in Euro und Portfolio Performance legt die Technik als Wertpapier Ethereum, Bitcoin und XRP an. Das sind die Kryptowährungen, die ich in 2023 auf Bison gehandelt habe. Im Vorschaufenster haben wir auch keine Fehlermeldung, sodass ich nun hier auf Fertigstellen klicke. Im nächsten Fenster kannst du noch definieren, welcher Kurslieferant für Ethereum, Bitcoin, XRP herangezogen wird. Vorgeschlagen wird hier CoinGecko. Dies belasse ich dabei und klicke hier auf OK. Und das war es dann auch schon. Alle deine Transaktionen aus dem Jahr 2023 wurden in diesem Fall erfolgreich importiert. In meinem Bison Depot sehe ich hier die Anteile und den Verlauf der Kryptowährung, die ich halte. Im Reiter Umsätze siehst du die Transaktionen im Detail. Wenn du möchtest, kannst du die Kryptowährung hier in diesem Beispiel auch noch klassifizieren. Dies findest du hier links im Menü unter dem Bereich Klassifizierungen. Ich klicke hier einmal auf Wertpapierart, wähle hier aus Bitcoin und schiebe Bitcoin hier zu der Klassifizierung Kryptowährungen. Wenn ich nun wieder in mein Depot springe, siehst du, wie das Bitcoin der Wertpapierart Kryptowährung jetzt zugeordnet ist. So kannst du auch mit Ethereum und XRP in diesem Beispiel vorgehen. Dies ist ein Vorteilhaft für die Auswertung unter Berichte. Hast du Fragen zu Portfolio Performance? Schreibe diese gerne unten in die Videokommentare. Bis zum nächsten Mal!